Ich möchte Ihnen in dem folgenden kurzen Tutorial zeigen, wie man diese gerade im Hintergrund laufende Animation erstellt. Also wie man zum Beispiel ein kleines Element um ein kreisförmiges Objekt animieren kann. Camtasia selber kann ja leider nur gerade Animationen machen, also von A nach B, aber nicht kreisförmig oder wellenförmig wie andere Programme wie zum Beispiel PowerPoint. Also müssen wir uns ein bisschen helfen. Wir fangen also erstmal an. Ich habe hier im Hintergrund ein Foto vom Mars. Das sperre ich mal, damit ich es nicht aus Versehen verschiebe. Und erstelle mir aus den Anmerkungen einfach einen Kreis. Den ziehe ich hier auf die Mitte und vergrößere ihn. Vorher noch ein bisschen die Deckkraft runter, damit ich sehe, was ich mache. Einfach mit gedrückter Umschalttaste, sodass das ein Kreis bleibt. Und dann ziehe ich den hier so, dass er entsprechend bis an die Kanten geht, das heißt genauso groß ist wie der Mars dahinter. Ziehe noch genauso lang diese Animation und färbe diese Ellipse mal ein bisschen dezenter ein in so ein dunkles Grau hier oder so. Die Deckkraft kann ich jetzt wieder hoch machen. Jetzt möchte ich ein Element erstellen, was dann eben sich um diesen Mars dreht. Kann ich jetzt natürlich auch einen Kreis nehmen und nehme hier auch einen kleinen Kreis, positioniere den und mache ihn aber auch deutlich kleiner. Der braucht hier nur so ganz klein zu sein und schiebe ihn wirklich in der Senkrechten genau auf diesen Kreis und schiebe ihn jetzt noch ein bisschen mit den Cursor-Tasten nach oben, damit das mir nicht so sehr direkt an der Mars-Oberfläche klebt. Auch den mache ich genauso lang. Und jetzt geht es weiter. Das kann ich mir auch noch über die Anmerkung Linien machen, indem ich die einfach hier drauf ziehe. Einmal waagerecht und noch einmal und dann einfach drehen um 90 Grad und auch das dahin schieben, so quasi als Fadenkreuz. Dann haben wir die beiden Elemente und die müssen wir dann nur noch entsprechend positionieren, dass sie wirklich auch genau hier auf dem Mittelpunkt dieses Kreises entsprechend liegen. So, und wenn wir jetzt gucken, sehen wir das und können jetzt einfach mit der Animation beginnen. Dazu gruppieren wir diese beiden Elemente, Steuerung G, und wählen uns eine Animation, eine benutzerdefinierte Animation, und die ziehe ich über die gesamte Dauer. Und bevor ich jetzt etwas mache, sehen Sie hier, der Mittelpunkt ist jetzt etwas verschoben von dieser Gruppe. Das ist auch klar, weil die Gruppe besteht ja aus diesem grauen Kreis und aus diesem kleinen gelben Kreis. Und jetzt muss ich diesen Drehpunkt einfach nach unten positionieren. Und dazu drücke ich die Steuerung-Taste, gehe auf diesen Mittelpunkt und ziehe den jetzt genau oder möglichst genau. Der rastet leider nicht ein in dieser mit diesen gelben Linien, ziehe ihn genau auf hier mein gelbes Hilfskreuz. Und wenn sich das jetzt dreht, gehe ich an den Endpunkt der Animation und gebe hier 360 Grad ein. 360 Grad wäre aber gegen den Uhrzeigersinn, also gebe ich minus 360 Grad ein und sehe erstmal nichts. Noch ein Rechtsklick auf die Animation, um die Beschleunigung auf linear zu stellen und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, man sieht, das ist noch ein bisschen verschoben leider, das passt noch nicht so ganz. Da müssen wir also noch mal hier zurück auf den Anfang und auch hier am Ende, jetzt ziehe ich mal ein bisschen länger, also auch am Ende der Animation sollte der Kreis natürlich hier an der richtigen Position sein. So, und wenn wir uns das jetzt nochmal angucken, dann sollte es so halbwegs funktionieren.
Ja, das muss nicht hundertprozentig sein, das reicht so, weil im Moment ist der Mars ja nicht zu sehen. Also die Linien blende ich hier einfach aus, die sind dann weg und in der Gruppe gehe ich auf diese graue Form, das ist ja nur eine Hilfsform, und schiebe einfach die Deckkraft auf 0. Und wenn ich mir das jetzt angucke, dann sieht das genau so aus. Und ob das jetzt 2, 3 Pixel näher dran ist oder weiter weg, das fällt gar nicht so auf. Beziehungsweise man muss dann halt ein bisschen nachfummeln auf gut Deutsch, um das genau hinzukriegen. Viel Spaß beim Nachbauen!